und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival Games auf Hive. Natürlich, wo denn auch sonst? Und, jo. Du gehörst mir, Junge. Ihr beiden auch. Ihr seid nämlich ein Team. Das kann ich nicht dulden. Ja, danke. Oh, der hatte zwei Eisen. Sehr, sehr schön. Hat er den Stick? Nee. Halb so wild. Dann das Eisen hier. Die Rod. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob das wirklich ein Team war. Ich will es allerdings nicht riskieren. Von daher lieber nur mal sicher, ne? Da fahre ich auf jeden Fall auf der sicheren Schiene, ne? Gut, jetzt kriege ich auch hier noch einiges an Loot. Das ist auf dieser Map immer ganz gut, wenn man mit dem Schwert drauf geht. Dann rennen viele Leute direkt weg. Ja, und haben nämlich Angst, weil sie nicht gekillt werden wollen. Da kann man nämlich schön nachher noch alles looten hier, was noch überbleibt. Gewisse Leute looten natürlich auch alles in ihren Truhen. Zum Beispiel der ganze Eisenstuff, der ist meistens weg, aber so halt eine Brustplatte oder sowas bleibt meistens auch zurück. Halt einfach nicht aus Eisen, aber ne. Beispielsweise, ich habe jetzt einen Chain Harnisch gekriegt, das ist ganz gut eigentlich. Ja, hier haben wir noch mal ein bisschen schönen Stuff, so. Ja, sieht doch ganz gut. Wow, passt ja eigentlich ganz gut schon. Was jetzt eigentlich noch an sich cool wäre, wäre schönes Sticky. Damit ich mir halt, ne, das Eisenschwert machen könnte. Wie kommt man denn hier rein? Kann man hier überhaupt rein? Also da drin ist zumindest nichts. Sonst würde ich ja die Partikel sehen. Ach, ich weiß nicht, ob man da reinkommt. Nö. Ja, keine Ahnung. Kann sein, kann aber auch sein, dass dem nicht... sehr schön. Ja gut, ich habe schon ein bisschen Stuff. Das ist eigentlich ganz cool. Also so rüstungstechnisch passt. Ich hätte gerne ein besseres Schwert. Also so ein Stick wäre ganz cool. Ich fände es ja generell eigentlich cool, wenn man den Knochen eigentlich auch als Stick benutzen könnte. Und das würde nicht mal so wenig Sinn machen, weil ich meine, so ein Stick, das hält ja eigentlich gleich gut wie ein Knochen. Knochen, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein prächtiger Knochen ist, dann halten die ja eigentlich relativ viel aus. Ich meine, mit Knochen kann man, soweit ich weiß, sogar Steine zerschlagen, ne? Habe ich mal gelesen irgendwo, ich weiß jetzt nicht zu 100%, ob das stimmt. Aber ich meine, mit Knochen kann man sogar Steine zerschlagen. Und klar, ich weiß, es gibt da die ganzen Videos, das sind die Leute, die Knochen nehmen, die dann einfach so kurzerhand zerbrechen. Und da muss man halt auch einfach dazu denken, dass erstmal ist ein Stock auch sehr zerbrechlich. Das natürlich auf jeden Fall. Und zweitens, was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, das sind meistens so Knochen, die wo die das machen, die sind halt generell schon zerbrechlich. Also das sind so Knochen, die halten eh kaum was aus, weil die irgendwie von Menschen oder von Tieren sind, die Kalziummangel hatten. Das ist natürlich sehr schlecht für Knochen. Ja, halt so solcher Shit. Oh. Arr! Nichts. Okay. Hab's direkt vorher gesehen, Junge. Kannst mich nicht täuschen. So, du hattest bestimmt einen Stick, der hat einen Dir. Lol. Hat denn dir, aber keine Sticks, Alter. Was ist das hier? Ich krieg nirgendwo Sticks, Mann. Nein, Mann! Ja, Leute, willkommen zur zweiten Runde und wir spielen diesmal auf der Map Condensed. Ja, auch eine ziemlich coole Map, muss ich sagen, aber momentan echt meine Favorite Map ist SG7. Ich weiß nicht warum, aber ja, Condensed finde ich auch ziemlich cool. Wobei, ich muss auch sagen, zum Beispiel Catching Fire finde ich auch ganz cool. Die habe ich ja früher gehasst wie die Pest, einfach weil sie so overhyped war. Aber momentan finde ich die echt so. Aber eine Eisenhose... eine Eisenhose habe ich instant gekriegt, das ist ganz gut und... Oh, nee. Dieser Dubi da vorne, der geht mir jetzt aber nicht zu meiner Tattoo, weil ich will diesmal eine etwas andere Route gehen. Die sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Wäre ganz gut, wenn ich noch eine Waffe hätte, dann könnte ich nämlich mich auch ein bisschen besser verteidigen und so. Dementsprechend gehe ich jetzt mal kurz hier nach oben. Weil ich weiß nicht, vielleicht hier bei dieser Route gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Dementsprechend kann es gut sein, dass da unten schon jemand ist, wo ich jetzt hin will. Weil das ist, glaube ich, nicht der schnellste Weg, den ich jetzt gegangen bin. Ich bin, glaube ich, nicht mal den richtigen Weg gegangen. Chichi. Ja, ich bin den falschen Weg. Nee, ich bin richtig. Boah, Alter. Hätte mich jetzt irgendwie genervt, wenn ich den falschen Weg einfach gegangen wäre. Eiskalt einfach so. Ja, hier war auf jeden Fall schon jemand, glaube ich, oder? Man kann ja... Ja, hier war jemand. Dann verpiesele ich mich hier wieder. Wenn der ein Schwert hat, dann verliere ich am Ende nur meine Eisenhose. Ah, shit. Shit. Ah, scheiße. Ich dachte, das ist eine Truhe, ist aber nur ein schwarzes Schaf. Oh, nur ein Stick. Alter, was ist das? Ich krieg schon wieder keine Waffe. Entweder kriege ich direkt am Anfang eine Waffe oder einfach gar keine. Das ist so schlimm in letzter Zeit. Ach, mein Glück. Ah, doch hier. Mein Glück ist manchmal echt ein bisschen unzuverlässig. Jetzt habe ich immerhin etwas. Aber ich krieg echt irgendwie nur Schrott gerade. Gut, das geht der Helm immerhin. Aber so guten Stuff kriege ich echt gerade überhaupt. Yo, ich krieg echt nichts. Was ist hier los? Ich hoffe, der andere war jetzt nicht hier, aber ich...
denke eben, der war genau hier. Habe ich das Gefühl, wobei eher nicht. Kann ich auch die Truhe da vorne noch holen? Yo, endlich ein gutes Schwert. Sehr nice. Bist du? Ah, das ist nur eine Kuh. Das ist scheiß hohe Gras, ohne Witz. Das ist eigentlich der perfekte Tag, so zu schlagen. Weil schneller kann man gar nicht schlagen. Wenn man schneller schlägt, dann haut man sich eigentlich raus, ne? So kann man maximal schlagen, glaube ich. Also vielleicht kann man es noch ein bisschen mehr optimieren. Aber ich müsste diesen Takt hier, müsste ich einfach perfekt... Könnte man eigentlich so viel im PvP noch rausholen. Weil es einfach, die meisten, die schlagen einfach drauf, so schnell sie können. Und dann manchmal trifft man halt eben nicht den Takt und dann ist man dadurch ein bisschen später. Je nachdem, wie schnell man haut, ist man mehr später oder eher nicht so spät. Aber wenn man wirklich den Takt perfekt raus hat, dann kann man so stark werden dadurch im PvP. Gut, man muss natürlich auch in Kampfsituationen erstmal so schlagen können. Das ist natürlich auch wichtig, weil in Kampfsituationen schlägt man ja oftmals automatisch schneller, als man kann. Das könnte relativ gut ein Takt sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man schon noch ein bisschen was rausholen. Kann gut sein. Aber ich will jetzt einfach das üben, dass ich wirklich genau auf den Takt treffe. Klar, bei der 1.9 war es natürlich so, dass es überhaupt nicht mehr geht. Also da musst du einen ganz anderen Takt an den Tag setzen. Das ist aber auch Übungssache, aber ich mag die 1.9 generell nicht. Also das war bisher mit Abstand die schlechteste Version, ganz ehrlich. Also ich fand die 1.10 beispielsweise, laut dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe die ja noch nicht so genau angeguckt, fand ich eigentlich bei Weitem besser. Also die ganzen Updates, die da kommen, oder gekommen sind, besser gesagt, die finde ich eigentlich bedeutend cooler, ganz ehrlich. Oh Mann, bau eine Brust. Na Brust, Alter. Ah, ich krieg keine Brustplatte. Aber was? Ich habe 4 Gold, lol. Bald kann ich mir einen Gold-Apple machen. Alter, wenn ich einen Gapple habe, das wäre richtig gut. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schwach, weil Gapples sind halt einfach generell richtig selten. Aufgrund der Tatsache, dass es nicht so einfach ist, welche zu machen. Das Ding ist, ich bin jetzt gerade einfach gar keine Route gegangen. Ne? Also die Route, die ich gehen wollte, die bin ich jetzt zum ersten Mal oder wollte ich zum ersten Mal gehen. Und die bewährt sich halt gar nicht so, weil es gibt halt einfach Wege, wo man viel schneller dahin kommt. Oh. Boah, Alter, was war das gerade eben? Das war gerade ein richtiger Fail. So, aber eventuell war hier oben noch niemand. Hä, das kann wirklich sein, dass hier noch niemand war. Alter, lol, die in der Tier-Truhe ist einfach nur Schrott drin. Geil. Dann finde ich mal eine Tier-Truhe, bei der noch niemand war. Und dann kriege ich da einfach kein Eisenstuff drin. Nice. Und eine Brust habe ich natürlich immer noch nicht. Ah, jetzt okay. Okay, haben nichts gesagt. Geil. Ja gut, rüstungstechnisch sieht es eigentlich gar nicht mal so kacke aus. Moment, wo habe ich jetzt den Eisenhelm her? Habe ich vorhin zufällig eine Tier-Truhe geöffnet? Ohne es wirklich genauso zu realisieren. Chichi Greenie. Auch mal eine Tier-Truhe öffnen. Man merkt es einfach nicht mal. Das war auf jeden Fall Skill hoch 10, Leute. Also, keine Ahnung. Ich habe schon mitgekriegt, dass ich einen Eisenhelm gekriegt habe. Ich weiß nur nicht mehr genau, bei welcher Truhe das war. Aber irgendwie habe ich das... Das war jetzt mal eine richtig geile Tier-Truhe. Yo, also so eine gute Tiertruhe hatte ich noch nie. Weizen waren drin. Geil. Ich glaube, die Tiertruhe wurden ein bisschen abgestuft. Die sind nicht mehr so stark, wie sie auch schon waren, ne? Kann sein. Also früher hatte man wirklich in beinahe zu jeder Tiertruhe Eisenstuff. Oder sogar ein Tier. Und jetzt mittlerweile hat man auch Tiertruhe. Da ist echt nicht mehr viel drin. Aber wie gesagt, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, ich habe das mitgekriegt, dass ich einen Eisenhelm gefunden habe, aber habe es damals nicht so realisiert. Oh shit, das wäre ja eine Tiertruhe. Ich habe das irgendwie gar nicht geschnallt. Ich habe mir gedacht, ja. Eisenhelm bringt mir nicht sonderlich viel, weil da ist ja allerdings das andere gleich stark, aber, ne, anstatt dass ich irgendwie gemerkt habe, lol, das ist ja der Tier-2, habe ich irgendwie nicht so ganz realisiert. Aber die Frage ist, ob hier war bestimmt schon jemand, weil der Schalter war umgelegt, aber vielleicht hat die Angel nicht mitgenommen, auch wenn die Angel nur Köder hatten, was für mich eigentlich mehr oder weniger irrelevant ist, aber YOLO, dann sieht es immerhin cooler aus. Wo ist die Luke? Die müsste doch hier sein, oder? Oder bin ich jetzt völlig bescheuert? Haben die das weggemacht? Irgendwie nicht, ne? Ich habe mich schon gefragt, eigentlich müsste das nämlich die umgelegte Position sein. Aber ich glaube, die haben das echt weggemacht, das hier unten. Dieses kleine Geheimversteck. Das war doch hier, ne? War kurz, ich kann es ja mal kurz abbauen. Und kurz den Grafikbug anschauen. Das war hier, ja. Ja, da geht's nach unten. Boah, Alter. Jetzt wäre es cool, wenn ich heiß Internet hätte. Weil dann hätte ich es genauer angeguckt, ob da noch irgendwie eine Schaltung oder sowas war. Gut, vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass jemand runtergegangen ist und es irgendwie hingekriegt hat, die Schaltung kaputt zu machen. Das wäre vielleicht möglich. Vielleicht kann man die kaputt machen, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Dementsprechend könnte das sein, dass der irgendwie die Schaltung kaputt gemacht hat und ich jetzt deswegen das Gefühl habe, es geht nicht mehr. Was das für einen Zweck hätte, keine Ahnung. Vielleicht damit ich nächstes Mal in der nächsten Runde denke, ja, hier ist eh nichts.
Also wenn ich nächstes Mal wieder hier durchlaufe, dann versuche ich es noch einmal, weil die Chance, dass zwei Leute die Schaltung kaputt machen, wäre eher geringer. Wenn das wirklich der Fall ist. Ich kann es irgendwie nicht so ganz glauben, weil soweit ich weiß, kann man Redstone nicht abbauen. Vielleicht das aber sonst irgendwie gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und da vorne sehe ich ganz viele Name-Tags. Das werden alles Tiere sein, nehme ich jetzt mal an. Oder zumindest größtenteils. Das ist irgendwie richtig irritierend am Levi-Mod. Also ganz ehrlich, klar, es bietet zwar den Vorteil, dass man bei den Gegnern die Herzen sieht, aber das ist richtig irritierend. Das heißt, man weiß nie genau, ob jetzt ein Gegner kommt oder nicht. Das heißt, es hat auch einen gewissen Nachteil und deswegen finde ich das auch gar nicht so OP. Ja, und die anderen können ihn auch reintun. Also ich habe keine Garantie, dass die anderen das nicht drin haben, von daher. Und so wie ich das sehe, also ich habe ja schon ein paar Videos von anderen YouTubern gesehen, die auf Hive spielen. Und da sieht man des Öfteren mittlerweile, dass andere Leute halt auch Labimod usen. Dementsprechend kann ich auch sagen, ja, warum mache ich das nicht auch? Ganz ehrlich, so. Ah, Mann. Ich versuche jetzt nochmal im Heli nachzugucken. Ja, da war aber schon jemand. Ja, da war schon jemand, der mir zuvor gekommen ist. Deswegen ist da auch, sind auch die Blätter abgebaut. Aber ich glaube, der hat sie falsch abgebaut und ist dementsprechend nicht raufgekommen. Weil da fehlt was, um raufzukommen. Deswegen, was ich versuchen könnte, ob ich es schaffe, von hier zu öffnen. Ich bezweifle zwar, dass das geht. Vielleicht, wenn ich Cobweb oder so arbeite. Ich weiß es nicht, ob man da wirklich reinkommt. Das kann sein. Es gab allerdings... Der hat ein enchantendes Steinschwert. Der ist besser equipped als ich. Weil der hat einerseits auch einen halben Rüstungspunkt mehr. Ne, war kurz, ich habe keine Eisenbrust. Der hat einen halben Rüstungspunkt mehr als ich. Der hat mich, glaube ich, gar noch nicht so krass bemerkt. Das dürfte er mich allmählich bemerkt haben. Oh, Alter, der leckt ja. Yo, Alter, wie der leckt. Oh, Alter. Jetzt sind mir die Lecks echt zu Hilfe gekommen von ihm. Danke für das Schärfe, Schwert und danke für die... Oh, ich hoffe, jetzt kommt keiner, weil ich bin ziemlich low gerade. Hier Essen platzieren. Yo, ich habe 20 Pfeile. Alter, das ist nice. Und ich habe ein Schärfeschwert, das ist richtig... Okay. Ich glaube, jetzt kann ich echt was reißen. Es leben einfach nur noch zwei Leute. Das ist sogar sehr nice. Alter, what? Und der hat mir eigentlich jetzt gerade gedroppt. Das ist eine Frage. 71 nur, okay. Bin enttäuscht, ich hätte jetzt von dem echt mehr erwartet, weil schlecht hat er nicht gespielt. Ich glaube, jetzt haben es echt die Lecks ausgemacht von ihm. Dass ich ihn erstmal treffen konnte, sonst hätte er mich wahrscheinlich gekriegt. Sehr wahrscheinlich sogar. Ich hoffe mal, dass der andere nicht so krass equipped sein wird, aber ich denke mal, dass der Full Iron ist. Ich habe dafür hoffentlich mal das bessere Schwert. Wenn der jetzt mit einem Dia-Schwert angetanzt kommt, dann habe ich natürlich geschissen. Alter, aber richtig gut gespielt von ihm. Der hat mir bestimmt was gedroppt. 500! Boah! Alter, nice. Nice. Oder habe ich die insgesamt... Ah, nee, das ist insgesamt. Alter, aber der muss mir auch was gedroppt haben. Der muss mir irgendwie 400 Punkte oder so gedroppt haben. Krasser Shit. Nice one. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das war doch echt mal eine gute Runde, die mich auch selber ein bisschen gefreut hat. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie viele Kills habe ich gemacht? Nur zwei, ne? Aber halt die richtigen. Genau, zwei Kills. Und der selber hat mir wie viel gedroppt? Ah, ne, der hat mir nur 175. Wie viel hat mir denn der andere gedroppt, Alter? Der hat mir 71... Hä?
Kriegt man so viele Punkte momentan durch den Sieg? Ich weiß es nicht, Alter. Da habe ich ja irgendwie 300 Punkte nur durch Sieg gekriegt. Das ist lol. Das ist echt lol. Ja gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bleibt bis dahin einfach sauber. Haut rein und tschüss.